Jahrgang 1899. Wir haben die Frauen zu Bett gebracht, als die Männer in Frankreich standen. Wir hatten uns das viel schöner gedacht. Wir waren nur Konfirmanden. Dann holte man uns zum Militär. Bloß so als Kanonenfutter. In den Schulen wurden die Bänke leer. Zu Hause weinte die Mutter. Dann gab es ein bisschen Revolution und schneite Kartoffelflocken. Dann kamen die Frauen. Wie früher schon. Und dann kamen die Gonokokken. Inzwischen verlor der Alte sein Geld. Da wurden wir Nachtstudenten. Bei Tag waren wir Büroangestellt und rechneten mit Prozenten. Dann hätte sie fast ein Kind gehabt. Ob von dir, ob von mir, was weiß ich. Das hat ja ein Freund von uns ausgeschaut. Und nächstens werden wir 2x30. Wir haben sogar ein Examen gemacht. Und das meiste schon wieder vergessen. Jetzt sind wir allein. Bei Tag und bei Nacht. Und haben nichts Rechtes zu fressen. Wir haben der Welt in die Schnauze geguckt, anstatt mit Puppen zu spielen. Wir haben der Welt auf die Weste gespuckt, soweit wir vorüber nicht fielen. Man hat unseren Körper und hat unseren Geist ein wenig zu wenig gekräftigt. Man hat uns zu lange, zu früh und zumeist in der Weltgeschichte beschäftigt. Die Alten behaupten, es würde nun Zeit für uns zum Säen und Ernten. Noch einen Moment. Bald sind wir bereit. Einen Moment. Bald ist es soweit. Dann zeigen wir euch, was wir